Es war natürlich unglaublich bitter für uns. Also gerade wie das Spiel endet mit Glandis Verletzung, das ist, glaube ich, die Achillessehne, schwer betroffen. Und ja, Elfmeterschießen ist dann auch ein bisschen Glück, aber ich denke, dass wir das davor entscheiden hätten müssen. Du sprichst es an, warum kriegt ihr es momentan nicht so wirklich auf den Platz? Qualitativ seid ihr eindeutig besser als Kaiserslautern gewesen, aber irgendwie hapert es dann ein bisschen. Ja, wir haben es nicht so leicht getan. Also der Platz war nicht so gut. Wir sind schwer ins Spiel gekommen und haben dann auch ja, zu wenige Chancen herausgespielt. Trotzdem muss es ja euer Anspruch sein, beim Drittligisten, der jetzt keinen wirklichen positiven Lauf hat in der Liga, da zu gewinnen. Ja, natürlich, das ist unser Anspruch und dem sind wir gestern leider nicht gerecht geworden. Ja, jetzt haben wir das dritte Mal in Folge, dass wir am Schluss irgendwie die Spiele verlieren und ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir es irgendwie drehen. Kurios ja schon, dass Enrico Valentini dann ins Tor musste. War es dann klar, dass er reingeht? Oder hat er die besten Torhüter-Eigenschaften? Ich hätte mir gedacht, er stellt den Größten einfach rein und schaut, ob er was hält. Ich glaube, der Walle ist schon von den Feldspielern der beste Tormann. Wir haben uns so entschieden und ja, leider hat es nichts genützt. Ich denke, diese Pokalpleite sitzt richtig tief. Wie kann man sich jetzt da rausziehen? Ihr habt ja nicht so viel Zeit. Am Montag geht es dann gleich weiter. Ja, das Spiel heißt so abzuhaken, dass wir uns auf Montag auf Bochum fokussieren und da möglichst 3 Punkte mitnehmen. Würdest du auch sagen, das ist schon ein richtungsweisendes Spiel, dass man vielleicht wieder aus dem Negativtrend rauskommt, dass man einfach sagt, okay, vielleicht hinten mal kompakter stehen und vorne die Dinger reinmachen? Ich denke, Bochum ist schon noch eine große Chance, dass wir da vorne irgendwie dranbleiben. Aber jetzt heißt es wirklich, dass wir die 3 Punkte einfahren. Habt ihr auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Stimmung jetzt kippen könnte nach dem Neuaufbau? Da sagt man, okay, ihr habt viel Kredit, auch mit der neuen Mannschaft, mit dem neuen Trainer. Wenn jetzt die Ergebnisse ausbleiben, dass es dann schon unruhiger wird im Umfeld? Ja, das spüren wir auch. Also die Fans waren gestern auch nicht zufrieden, aber auch verständlich. Ja, es heißt einfach jetzt Gas geben und dass wir irgendwie den Bock umwerfen, dass wir mal ein, zwei Spiele hintereinander gewinnen und dass wir da vielleicht in einen positiven Lauf reinkommen. Ich habe jetzt offiziell jede Position im Profifußball gespielt. Ja, ist zum ersten Mal passiert. War es eigentlich klar, dass du dann zum Schluss reingehst, oder hast du gedacht, na, ich bin als Torhüter gar nicht so schlecht, probieren wir das mal aus. An einem warst du ja auch fast dran. Ja, also wir haben beim Training auch Spaß ab und zu und dann hat der Torwarttrainer das natürlich sich notiert und wir dachten auch, dass wir es für St. Pauli eventuell brauchen, da am Ende, als der Chris sich verletzt hatte, aber wurde ja direkt abgepfiffen. Und ja, dann dachte ich mir, mache ich das jetzt. Wie tief sitzt die Enttäuschung? Klar, nach dem Pokal aus, wo man immer für Furore sorgen kann in wenigen Spielen. Warum habt ihr es gestern nicht geschafft, das dann zum Schluss noch auf eure Seite zu ziehen? Weil das Momentum dann in der Verlängerung war ja eigentlich auf eurer Seite. Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt ein bisschen was gesehen und gelesen und kann nicht ganz dazu stimmen, die Kritik, die auf uns einprasselt, so ein bisschen, weil es ist nicht einfach gewesen. Wir kriegen eine Elfmeterentscheidung, die meiner Meinung nach ein Witz ist zum 1-0. Auch wenn ich grätsche, aber ich gehe zum Ball blocken und das Elfmeter in der 7. Minute in Kaiserslautern, die stehen zu 8, zu 9, zu 10 hinten drin auf so einem Platz, das musst du erstmal spielen, dann kommen wir zweimal zurück, okay. Und können es dann in der Verlängerung entscheiden. Das ist das, was wir uns vorwerfen können. Das ist, was wir nicht geschafft haben oder was wir versäumt haben, dass wir die Tore dann in der zweiten Hälfte der Verlängerung nicht gemacht haben. Am Ende des Tages ist es nicht einfach zu spielen. Wie man im Pokal eben sieht, jeder weiß, wie der Pokal funktioniert. Kaiserslautern hat alles oder nichts Situation gehabt. Von daher, wie gesagt, der Vorwurf, den ich uns mache, ist, dass wir den Sack nicht zugemacht haben. Trotzdem müsst ihr ja schon den Anspruch haben, da hinzufahren und weiterzukommen. So einen Klassenunterschied haben wir am Anfang auch nicht gemerkt. Klar, es ist schwer, wenn die hinten drin stehen. Das steht außer Frage, dass wir einen anderen Anspruch haben. Aber am Ende des Tages musst du trotzdem gegen die spielen. Und Boris Schommers kennt uns und er hat dann defensiver gespielt, als es in der Liga tut. Es ist nicht einfach, durch diese Mauer zu kommen. Wir haben uns trotzdem die Chance rausgespielt, auch wenn es spät war. Von daher, ja, bleibe ich dabei. Du bist erfahren genug. Wie zieht man sich jetzt da wieder raus? Viel Zeit zum Überlegen bleibt ja nicht. Ist das positiv? Trotzdem müsst ihr ja irgendwas ändern, damit die Ergebnisse wieder für euch sprechen. Ja, wir können auf zwei Sachen aufbauen. Die Chancen haben wir. Und grundsätzlich große Torchancen lassen wir auch nicht viele zu, auch gegen Regensburg nicht. Darauf können wir aufbauen. Klar, dass wir besser spielen können, dass wir ein Spiel länger als 60 Minuten bestreiten müssen, wie wir es halt eben gegen Aue und gegen Regensburg nicht getan haben, ist uns auch klar. Das sind die Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Einfach 90 Minuten und länger Konzentration und unsere Chancen machen.
Merkt ihr es im Team auch? Am Anfang habt ihr viel Kredit gehabt, neue Mannschaft, neuer Trainer. Jetzt, wenn die Ergebnisse ausbleiben, sind ja die Mechanismen im Fußball relativ einfach strukturiert. Das nächste Spiel wird richtungsweisend? Das nächste Spiel versuchen wir 3 Punkte in Bochum zu holen. Richtungsweisend ist es für uns in der Hinsicht, dass wir versuchen, oben dran zu bleiben. Und dabei bleibt's. Patrick hat sich auch schwer verletzt. Hattet ihr schon Kontakt? Wie geht's ihm? Und der Sportvorstand hat gesagt, ihr müsst auf jeden Fall Torhüter-Position noch was tun, damit das abgesichert ist. Ja gut, es tut uns unheimlich leid. Es rückt doch alles so ein bisschen in den Schatten, wenn du so eine Verletzung wieder hast. Und jetzt haben wir 2 schwer verletzt auf der Torhüter-Position. Olli Sorg hat es hart erwischt. Es kommt alles so ein bisschen zusammen gerade, ohne die Schulter drauf zu schieben. Aber es tut uns natürlich unheimlich leid für den Klandi. Sind da die erfahrenen Spieler gerade noch mehr gefragt, wenn man so ein Negativstrudel ist, dass man da noch mehr vorangehen muss? Oder was könnt ihr da noch konkret machen? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt liegt es auch an uns, dass wir das Heft da noch mehr in die Hand nehmen und dass wir ja eben schauen, dass wir durch Leistung vor allen Dingen auf dem Platz zeigen, dass wir gewillt sind, das zu ändern. Gab es da schon logischerweise eine Analyse? Qualitativ seid ihr eine gute Mannschaft. Warum kriegt das momentan nicht so auf dem Platz umgesetzt? Schwer zu sagen, ehrlich. Also es ist so ein bisschen eine verzwickte Situation. Es kommen so einige Dinge zusammen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass so eine Art an Ereignissen ich jetzt in 4, 5 Spielen hintereinander nicht erlebt habe. Aue, 93. Regensburg, so ein Spiel gestern mit 2 Elfmetern und Elfmeterschießen und Torwart verletzt sich. So ein bisschen skurril, was gerade so ein bisschen los ist. Wie gesagt, wir müssen hart arbeiten, dass wir eben unsere Chancen machen, dass wir vielleicht gar nicht in so eine Situation reinkommen. Schrei vor Frucht mit Fruit to Go. Fruit to Go von Frankenbrunnen.